da haben wir die, wo die ganzen Kultursubventionen ein bisschen in Frage stellen, durchaus recht. Schauen Sie, wie überall in der Welt hat auch in der Kunst in den letzten 200 Jahren eine gewaltige Entwicklung stattgefunden. Effizienzsteigerungen. Für vieles, wo die Literatur vor 200 Jahren noch ganze Sätze gebraucht hat. Hexameter, Blankvers. Das können wir heute mit ein oder zwei Wörtern sagen. Machen wir ein Beispiel. Nehmen wir vielleicht ein Schiller. Alles rennet, rettet, flüchtet, Tag hell ist die Nacht gelichtet. Da brauchen wir heute noch ein Wort. Hopp! oder vielleicht etwas aus dem Wallenstein. Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Der weite Weg entschuldigt euer Säumen. Schöppe zieht sie! Oder vielleicht Shakespeare, die erste Wort vom Hamlet. Oh, schmelze doch dies allzu feste Fleisch. Liposuktion! Das spart Ressourcen. Schauspieler können den Text viel schneller lernen, können in der gleichen Zeit mehr Stücke spielen. Und ich sage, man kann das weitergeben. Es ist alles eine Frage von der Sparanstrengung. Ich sage, man kann auf unter eins Wort pro Vers runterkommen. Bis auf zwei oder drei Buchstaben. Machen wir einen Versuch. Nehmen wir das mal, vielleicht Goethe. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. FDP! Ist dies schon Wahnsinn? So hat es doch Methode. CVP! Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleit nach Hause gehen. BDP! Nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Ich sehe, Sie machen das Gute. machen wir noch einen? Machen wir noch einen. Sag ich nicht mehr, sagen Sie. Uns ist gar kannibalisch wohl, als wie 500 Säuen. SVP. Der ist jetzt schief gegangen. BVP ist gut gewesen, aber SVP. Nein, das ist IP. Zwei Buchstaben. IP. Integrierte Produktion. Porto Fidelio. Nein, SVP ist. Oft fällt das Denken schwer, indes das Sprechen geht auch ohne es.